So kurz vor der US-Wahl absolvieren sowohl die Wall Street-Indizes als auch der DAX die schwächste Woche seit dem Corona-Crash im März. Und naja, so ganz aus heiterem Himmel kommt das nicht, denn diese zweite Corona-Welle mit damit verbundenen Restriktionen, Lockdown etc., die ist natürlich ein Game-Changer irgendwie für das, was man sich vorher erwartet hat. Erinnern wir uns, wie viele Rallyes haben wir gesehen? Impfstoff, Impfstoff. Dann haben wir das Problem sofort erledigt. Davon ist jetzt wohl erstmal keine Rede mehr. Frage ist, kann ein Impfstoff überhaupt wirklich Infektionen vermeiden? Man kann vielleicht als erstes, was auf den Markt kommen wird, bestimmte Infizierte besser behandeln. Okay, aber jedenfalls haben wir die Situation, dass jetzt plötzlich diese Perspektiven, diese Erwartungen sich geändert haben und das war vorher schlichtweg nicht eingepreist und muss jetzt eingepreist werden. Und genau diesen Prozess haben wir jetzt in dieser Woche gesehen. Schauen wir uns die Dinge mal an. Wir sehen den DAX jetzt in dieser Woche 8,5% im Minus. Größter Abverkauf seit März. In Frankreich etwas weniger, der CAC 40 minus 6,4. Der FTSE in England nur knapp 5%, allerdings war der vorher schon sehr, sehr schwach. Der IBEX, auch ein sehr schwacher Index in den Wochen und Monaten davor, hat diese Erholung, die zum Beispiel der DAX oder andere Indizes gemacht haben, nach dem Corona-Crash nie so richtig mitgemacht. Und der italienische MIB 40 mit knapp 7%. Und auch die schwächste Woche eben für Dow Jones, S&P und vor allem Nasdaq. Wir sehen, dass gerade der Sektor Information Technology im S&P 500 jetzt die September-Tiefs sogar unterschritten hat. Also diese Tech-Party, die ist ein bisschen vorbei. Es ist vielleicht jetzt nicht ein Blutbad, aber es ist doch schon etwas herber heute. Wir sehen eine Apple und eine Amazon über 5% im Minus. Was haben wir noch? Wir sehen, dass der S&P 500 hier, um das Ganze nochmal grafisch zu verdeutlichen, 5% im Minus ist in dieser Woche. Das wäre eben die schwächste. Wir hatten im Juni mal 4,8% im Minus. Aber das ist natürlich jetzt so kurz vor der Wahl schon ein Einbruch, der markant ist. Und der geht eben vor allem von den Tech-Aktien aus. Und die Zahlen gestern waren ja eigentlich wirklich gut bei Apple vielleicht mit leichten Abstrichen, vor allem die iPhone-Verkäufe schwach, das, was in China verkauft wurde, sehr, sehr schwach. Aber andere Parameter haben das so ein bisschen ausgleichen können. Dennoch die Aktie unter Druck, Amazon genau das Gleiche. Offenkundig riecht der Markt hier etwas. Und natürlich sind wir auch im Vorfeld praktisch zur Perfektion bepreist gewesen. Also die beste aller Welten war eingepreist. Und jetzt ist irgendetwas da, was sozusagen diese überkauften Werte übergeordnet, ja nach wie vor sehr stark überkauften Werte, jetzt so deutlich korrigieren lässt. Und interessant ist, dass die Insider ein richtiges Näschen hatten. Die haben nämlich genau auf dem Hoch verkauft, das sogenannte Smart Money. Die haben genau den Riecher gehabt, wann es jetzt Zeit ist auszusteigen, nämlich im August. Da hat man in die steigenden Kurse rein verkauft. Und das Interessante, was Sie hier dieser Grafik unten sehen von Macrocharts, ist ja, dass man damit nicht wirklich aufgehört hat. Also es ist nicht so, dass die Insider jetzt schon richtig zu kaufen begonnen hätten. Das ist nicht der Fall und da ist noch theoretisch ein bisschen Luft nach unten, was dieses Insiderverkaufen betrifft, bis wir dann wirklich, sage ich mal, einen Boden gefunden haben, bis auch die Insider sozusagen kapituliert haben, dann drehen ja meistens die Märkte. Insgesamt haben wir jetzt, was den ES, also den S&P Future betrifft, von den letzten 14 Tagen 13 Mal negative Kerzen, also negative Tage gesehen. Das ist auch schon etwas länger her, dass das so passiert ist. Woran liegt es? Mit Sicherheit nicht an der Berichtssaison. Schauen wir uns mal hier die Aktien an, der Prozentsatz der Aktien, die ein sogenanntes Triple Play absolvieren, also praktisch die sowohl bei Gewinn als auch bei Umsatz als auch beim Ausblick die Erwartungen übertreffen, sind immerhin 12% der meldenden Aktien. Dagegen die Aktien, die alles verfehlen, Gewinn, Umsatz und Ausblick, das sind nur 0,54%. Historisch sehr, sehr niedrig. Warum verkauft der Markt jetzt? Das ist die große Frage. Und wahrscheinlich lautet die Antwort A, weil sozusagen dieser Gamechanger durch Corona jetzt da ist, den man vorher nicht eingepreist hatte. B, dass sozusagen ja all diese positiven Entwicklungen, die jetzt nochmal greifbar sind, eigentlich vorher schon längst eingepreist waren. Also im Prinzip ist das sozusagen buy the rumor, sell the fact.
So könnte man sagen, also die Berichtssaison ist es eigentlich nicht und auch nicht der Zyklus. Normalerweise müssten wir jetzt drehen, müssten schon in dieser Woche gedreht haben vor der US-Wahl. Das tun wir bisher nicht. Nächste Woche kann natürlich alles anders sein im Gefolge der Wahl. Das müssen wir abwarten. Hauptgrund natürlich diese Corona-Geschichte. Hier mal interessant, die Suchaktivitäten über Google in Sachen Covid-Symptome, also typische Symptome, die dann gegoogelt werden. Und hier sehen wir, Polen ist ganz, ganz oben. Dann die Tschechische Republik, Italien, Belgien. Dann kommt bald auch schon, dann kommt Italien, dann kommt Deutschland, die Amerikaner noch ein Stück weit dahinter. Aber wir hatten ja heute auch einen Rekord bei den Neuinfektionen in den USA mit 88.000. Und denkbar ist, dass eben auch dann in ein, zwei Wochen wieder Lockdown-Maßnahmen auch in den USA kommen. Wer weiß es schon. Jedenfalls ist das eine Gefahr, die da vorhanden ist. Hier ein interessantes Bild übrigens aus dem Jahr 1918. Da tragen die Herrschaften auch schon Gesichtsmasken. Und die Dame rechts, die Sie hier sehen, sagt, wear a mask or go to jail. Also trag eine Maske oder geh ins Gefängnis. Also es gab da offenkundig damals auch schon einen gewissen Druck zum Maskentragen. Man hatte offenkundig erkannt, dass das etwas bringt. Vor gut 100 Jahren bereits. Interessant finde ich, dass das jetzt sich beschleunigt, was sich eigentlich schon beim ersten Lockdown abgezeichnet hat. Die Leute sitzen in ihren Großstädten und haben relativ wenig Wohnraum, wenn dann sozusagen die Benefits der Großstadt ein bisschen weniger werden, nämlich Kultur, Restaurants, all diese Dinge, Begegnungen, die Spaß machen, praktisch weniger der Fall sind, dann werden eben die Nachteile immer wichtiger. Die hohen Kosten, die man hat, der wenige Platz, den man hat. Und wir sehen hier in den 30 großen Metropolregionen in den USA, dass in der City, in den Großstädten selbst, die Mieten schon beginnen zu fallen, nämlich um mehr als 5%, während sie in den Suburbs, in den Vorstädten, leicht ansteigen. Eben weil die Leute sagen, okay, ich will Platz haben, ich will gute Luft haben, ich will einen Garten haben, ich will diese Menschenmassen nicht haben. Das ist ein Trend, der in Deutschland auch der Fall ist. Ich selber wohne auch eher in einem Suburb, wenn ich das sagen darf, mit viel Wald, mit Wasser. Das ist eigentlich ganz schön und mich würde es nicht jetzt in die Großstadt zurückziehen, in der ich vorher ja auch jahrelang gewohnt habe. Also das wäre jetzt nicht das, was ich mir vorstelle und das scheint ein großer Trend zu sein. Damit sind dann die ganzen Prognosen, die man seitens der Wissenschaftler immer gegeben hat. Ja, die Großstädte werden immer größer. Ja, es bleibt natürlich ein Riesenareal, aber es wachsen vor allem eben die Peripherie und nicht mehr die City selber. Da sehen wir praktisch schon echte Abwanderung. Bewegungen. Und ein Grund, warum die Aktienmärkte auch abverkaufen, weil wir jetzt A, diesen Stimulus nicht haben. Wir haben also nicht von der US-Politik diesen Stimulus bekommen und weil die Notenbanken noch stillhalten. Aber ein bisschen gezuckt hat die Notenbank schon, nämlich die Fed heute. Man hat die sogenannten Lending Program Facilities, hat man die Mindestkreditaufnahme hier gesenkt von $250.000 auf $100.000. Faktisch wohl kein Unterschied, aber es zeigt, dass die Fed langsam nervös wird. Und eben diese Fed hat in der letzten Woche sogar ihre Bilanz ein bisschen geschrumpft um 31 Milliarden auf 7,15 Billionen. Es steht zu erwarten, dass die Fed wahrscheinlich dann ihre Bilanz bald wieder ausweiten wird, versucht zu unterstützen. Die EZB hat ja schon klar gemacht, dass im Dezember die nächsten Maßnahmen kommen, nachdem man bisher sich weigerte, dass die bisherigen Maßnahmen nichts bringen. Negativzinsen, was soll das? Wir sehen diese Anleihekäufe, was soll das? Das Einzige, was dadurch wirklich erreicht wird, ist, dass die Staaten sich immer mehr verschulden können. Aber die Realwirtschaft ist davon praktisch kaum betroffen. Jetzt kommen wir zu Sid Donald, der heute wieder mit einer leicht unterkomplexen Twitter-Tätigkeit aufgefallen ist. Second Amendment und dann Supreme Court, nämlich praktisch die Furcht der Republikaner, dass die Demokraten praktisch hier diese ganze Geschichte zunichte machen, die die Republikaner sich aufgebaut haben, nämlich eine komfortable Mehrheit im Supreme Court zu haben. Die Demokraten könnten, so der Verdacht, praktisch diesen Supreme Court ausweiten und damit diese Mehrheit der Republikaner aushebeln. Dann wieder hier die Ansage von Donald Trump, 33,1%, best in USA history.
Und nächstes Jahr wird es dann das Allerbeste. Das wird schwer, weil man hat dann praktisch ja ein höheres Ausgangsniveau wieder hat nach dem Einbruch im zweiten Quartal. Die Teilerholung im dritten Quartal insgesamt, so weist David Rosenberg spielverderberisch darauf hin, dass wir dann wahrscheinlich mindestens noch 4% BIP-Einbruch haben. Und das Interessante ist, woher kam denn diese Erholung des BIP? Und dann sehen wir hier Consumer Spending. Ein Viertel alleine die Konsumbereitschaft der Amerikaner. Aber kommt nicht Stimulus, dann kommt weniger Konsum. Das ist sozusagen das große Problem. Also es ist nicht Investment gewesen, es ist nicht irgendwie Nachfrage, Neuinvestitionen oder andere Dinge, sondern es ist auch kein Federal Government Spending, also praktisch keine Staatsausgaben, sondern es sind die Konsumenten gewesen. Und die sind ja zentral für die amerikanische Wirtschaft. Jetzt heute in Sachen US-Wahlen noch interessant. Texas hat jetzt schon praktisch eine höhere Wahlbeteiligung, sind mehr Stimmen abgegeben worden als komplett bei der Wahl 2016, also inklusive Wahltag. Jetzt können die Texaner ja heute noch sozusagen early voten. In den meisten Bundesstaaten ist dann Schluss erstmal mit Early Voting, dann kann man sozusagen am Montag nicht mehr sich anstellen in Wahllokalen zum Beispiel, um da zu wählen. Und Texas ist ein ungemein interessanter Bundesstaat, denn in den letzten 20 Jahren hat sich die Bevölkerung von Texas um sage und schreibe 10 Millionen Menschen vergrößert, derzeit so um und bei 30 Millionen, also ein Drittel ist in den letzten 20 Jahren hinzugekommen. Und das bedeutet, dass natürlich die Prognosen wahnsinnig schwierig sind. Wie werden diese Leute, die dazugezogen sind, die aus Mexiko kommen, wo auch immer herkommen, wie werden die wählen, was wird da passieren, da verschieben sich Dinge. Bisher war ja völlig klar, dass Texas eigentlich republikanisch ist, da gab es nie einen Zweifel. Vermutlich wird es auch diesmal republikanisch bleiben, aber so ganz, ganz sicher ist es eben nicht. Das ist das große Thema. Hier sehen wir dann noch die Early Votings, also praktisch die Zahl der, oder die Prozentzahl in den verschiedenen Bundesstaaten, wo viel Early Voting passiert, je dunkler, umso mehr ist da passiert. Und Texas eben ganz unten mit diesem absoluten Rekord. Und natürlich in Sachen US-Wahl, das war ja eine wahnsinnig knappe Geschichte. Donald Trump hat damals Michigan mit 0,3% Vorsprung gewonnen, Pennsylvania mit 0,7%, ebenso Wisconsin mit 0,7%. Diese drei Swing States, die so wichtig sind. Das ist also eine sehr, sehr kleine Marge, die hier den Unterschied ausgemacht hat und die auch diesmal in dieser Wahl den Unterschied ausmachen kann. Also, das soll es erstmal gewesen sein für diese Woche. Das war für die Bullen jetzt nicht so erfreulich. Man hört dann plötzlich nicht mehr diese Kommentare. Ja, es geht immer nach oben. Die kommen dann erst wieder, wenn es nach oben geht. Und dann sagen die Kommentatoren auf Videos oder so, ihr habt immer gesagt, es geht nach oben, gell? Aber wenn es nach unten geht, dann schweigen sie stille, während ich jeden Tag zwei Videos mache, meine Damen und Herren. Und das ist ein kleiner Unterschied, den ich bitte zu berücksichtigen. Und ich verabschiede mich jetzt aus dieser Woche. Wünsche das Allerbeste und hoffentlich sehen wir uns am Montag. Nächste Woche wird eine spannende, so viel scheint schon klar. Ich sage Servus und ciao.